Ich will zu Real Madrid. Zum 300. Mal. Das Thema ist durch, Kilian. Du bleibst. Ich will aber nicht. Boah, Alter, weißt du was? Verpiss dich doch einfach. Ja, ich bepiss mich jetzt einfach. Was? Nein, nicht. Ich meinte, du... Zu spät, Paris. Die Hose kann ich jetzt wechseln. Vielen Dank auch. Keine Sorge, Kilian. Mit 50 Millionen Euro Jahresgehalt kannst du dir sicher eine neue Hose kaufen. 50 Millionen? Ja, ganz recht, Kleiner. Boah, das sind ja... Das sind ja mehr, als ich Finger hab. Ja, genau. Um das Geld kauf ich mir einen Ninja Turtle. Mhm, ja, Kilian, wie du meinst. 1 Million pro Woche? Wahnsinn. Da staunst du, was? Was? Nein, ich mach locker das Doppelte mit Darmstadt-Merch, Mann. Echt? Klar, das will jeder. Für 1 Mille die Woche binde ich mir doch noch nicht mal die Schuhe, also Geringverdiener. Das mache ich auch nicht. Die Schuhe bindet meine Mama noch für mich. keine Ahnung, Digga. Ich freue mich, Real. Paul, alles fit? United. Was gibt's? Genau, ja, wegen deinem Vertrag. Ja, genau. Also, ich würde gern... zu Real Madrid wechseln und mit Mbappé zusammen in der Liga unsicher machen? Boom! Kannst du haben. Ich meinte, bei United verlängern. Oh, ouch. Ja, super. Aber Stress mit dem neuen Vertrag haben wir nicht, oder? Nee, kein Stress. Also, ein bisschen vielleicht. Ab Sommer bin ich ablösefrei. Ich hab gehört, ablösefrei? Ja. Sehr gut, du kommst mit. Aber... bei uns spielt Messi. Ich weiß, aber... und du bist Franzose, Paul. Ja, komm, okay. Ich mach's. Woo! Verpiss dich, PSG. Keiner mag dich. Ah. Adama! Adama, hallo! Was denn? Wir wollen dir einen Vertrag anbieten. Schön für euch. Könnt ihr das nicht nach meinem Workout machen? Was? Wir sind der FC Barcelona und wir wollen dir einen Vertrag anbieten. Ja? Und ich bin Adama Traoré und ich will meinen Bizeps grad Training anbieten. Okay, Entschuldigung, der feine Herr. Dann ziehen wir das Angebot eben zurück. Ja, versuch's nur, Barca. Dann prügel ich dich windelweich. Denkst du, ich hab Angst vor dir? Okay, ja, hab ich vielleicht. Los, gib her den blöden Vertrag. Aber wir haben doch noch gar nicht... verhandelt? Richtig, ich schreib mal 3 Millionen Euro Jahresgehalt. Findest du das nicht etwas zu hoch? Ich meine... gut, 4 Millionen... Was? Aber das... 5 Millionen, mach nur weiter so, Barca. Ne, das bezahle ich nicht. Okay, ist ja gut. Hier, willkommen bei Barca. Danke, und jetzt würde ich gern weiter Gewichte stemmen, ja? Sag mal, willst du nicht eher mit dem Ball trainieren? Schon gut. Ich hab's kapiert. Niklas, neuer Vertrag? Bayern! Nein. Wie? Nein. Naja, nein. Nein. Verstehe. Du machst also den David Alaba-Move, ja? Exakt, so ist es, Bayern. Nur halt nicht zu Real Madrid. Ja, verstehe schon. Wo geht's denn hin, wenn ich fragen darf? Naja, das ist noch nicht ganz sicher. Da sind noch ein paar Clubs in der Verlosung. Kannst du nicht mal ein paar Namen nennen? Ja, Barca zum Beispiel. Niklas, du würdest super zu uns passen. Da bin ich mir sicher. Barca, das ist aber aktuell eher ein Abstieg im Vergleich zu uns, Niklas. Schnauze, Bayern! Ich könnte aber auch zu Chelsea. Ja, das wäre prima. Dann holen wir Christensen als Ersatz. Den braucht ihr dann doch nicht mehr, Chelsea, oder? Nö, könnt ihr haben. Wir haben dann ja schon unsere deutsche Innenverteidigung. Ja, und... das war's dann auch schon. Und was ist mit Newcastle? Da hab ich auch irgendwas gehört. Richtig, Bayern. Bei uns steht derzeit jeder Topspieler hoch im Kurs. Newcastle, bei aller Liebe, aber nein. Naja, Niklas, wir haben hier viel Kohle und außer... nein, Newcastle, ich hab einfach keinen Bock auf Liga 2 nächste Saison. Okay. Das wird dir noch leid tun, mein Lieber. Ist klar, Newcastle. Wohin soll ich denn wechseln? Habt ihr eine Idee? 42 Millionen Euro für Guimarães. Logo, kaufen wir. 15 Millionen für Kieran Trippier. Ja, kaufen wir auch. 30 Millionen für Chris Wood. Gut, wenn ihn keiner will, dann nehmen wir den auch. 15 Millionen für... Ja, ist ja gut. Dann holen wir den von mir aus auch noch. Aber du weißt doch noch nicht mehr, wen du von uns bekommst, Newcastle. Ja, komm, ist mir ehrlich gesagt auch völlig Schnuppe. Aber Newcastle, das kannst du doch nicht bringen. Ach, gut, bitte. Wer ist es denn? Dan Byrne. Aha, gut. Noch nie gehört. Hier dein Geld und jetzt Abflug. Newcastle, sind denn schon wieder Gönjamin-Wochen oder was? Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich hab gesagt, sind denn... sorry, ich kann dich vor lauter Geld kaum hören, Transfermarkt. Ist das dein Scheißernst, Mann? Ja, aber war ja klar, dass du Geringverdiener das nicht verstehen wirst. Ja, ich komm, Newcastle, halt einfach dein Maul, Mann. Also, das lasse ich mir nicht von jemandem sagen, der von CR7 auf Instagram blockiert wurde. Weißt du was, Newcastle? Nee.
Genieß einfach dein Geld. Okay, jetzt gefällst du mir, Transfermarkt. Ja, hol dir ruhig noch mehr teure Spieler. Ja, Mann, das sollte ich tun. Und dann viel Spaß in Liga 2, du Vogel. Ja, Moment mal, hey! Drei Transfers, mit denen Barca noch Meister werden könnte. Erstens, Lionel Messi. Klar, schwer sich den Kerl bei einem anderen Verein als PSG vorzustellen. Er ist ja dort eine absolute Club-Legende. Aber haltet mich für verrückt? Ich kann mir den Kerl irgendwie bei Barca vorstellen. Zweitens, Jesus. Der Kerl weiß, wie man von den Toten wieder aufersteht. Und drittens, den kompletten Kader von Darmstadt 98. Zwei Tore in der Champions League. Barca, ganz ehrlich, hättet ihr statt Depay lieber Tietz und Pfeiffer geholt, dann würdet ihr jetzt nicht Europa League spielen. Eieieiei. Das Transferfenster ist hiermit offiziell geschlossen. Ja, und es war von Erfolg gekrönt. Hm? Zufrieden, Barca? Aubameyang, Traoré, Torres, man könnte denken, wir haben gar keine Geldprobleme. Geldprobleme, Barca, ich bitte dich. Das ist doch nur was für arme Vereine. Sympathisch, Newcastle. Echt sympathisch. Komm, Transfermarkt, was muss ich denn bezahlen, damit du endlich deine Klappe hältst? Das kannst du dir nicht leisten, Newcastle. Doch, Transfermarkt, das kann ich. Ja, vermutlich schon. Egal, Juve hat doch auch ordentlich Geld rausgehauen, oder? Naja, was heißt ordentlich? 82 Millionen für Vlahovic, 9 für Zakaria und 8 für Gatti. Ja, das sind 99 Millionen Euro, Juve. Ja, und alles unter 100 Millionen zählt gar nicht. Ja, okay. Und wir haben Pepi geholt. Ich weiß. Und sonst? Wie? Und sonst? Ja, habt ihr noch wen anderen geholt? Was? Nein, 17 Millionen für Pepi langt doch wohl. Als FC Augsburg auf jeden Fall, ja. Was soll das denn bitte heißen? Ach, nix. Was meint ihr? Welcher Verein hatte das beste Transferfenster? Na, wir natürlich. Schnauze, Barca. Und welches Team muss man besonders im Auge haben? Und kommt mir jetzt nicht mit Darmstadt. So, Neymar, Schluss. Was? Ich hab gesagt Schluss. Es reicht. Ja, nee, ist klar, ne? Junge, verpiss dich endlich! Meinst du das jetzt ernst, Paris? Ja, du Diva. Du hast, seitdem du hier bist, nichts gerissen in Paris. Entschuldigung? Ich hab die Champions League immerhin mal gewonnen. Ja, und genau das hättest du hier in Paris nochmal tun sollen. Mit uns. Ja, nee, hab ich keinen Bock drauf. Ja, du arroganter Flegel. Arroganter Flegel, der die Champions League gewonnen hat. Du bist so erbärmlich, Neymar. Und ihr habt für mich 222 Millionen Euro bezahlt. Ja, größter Fehler unserer Vereinsgeschichte. Ja, fühle ich. Euch mit Barca vermöbeln hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Was hast du da gerade gesagt? Das 6:1 damals. Weißt du noch? Ja, was ist damit? Mein lieber Scholli, das hat geschmeckt. Verpiss dich, Neymar, oder es gibt Ärger. Du Spast, bin schon weg. Hey Bayern, frag mal den Süle, wohin er wechselt. Okay, Niklas, wohin wechselt? Er wechselt zu uns! Dortmund, ich dachte, ich soll ihn fragen. Ach so, ja, mach ruhig. Also, stimmt das, Niklas? Aber hundertprozentig, Dortmund ist der nächste Step in meiner Karriere. Hast du gehört, Bayern? Wir sind der nächste Step. Oh ja, Dortmund, ein Riesenschritt für den Niklas. Hör ich da etwas Sarkasmus raus? Nein, nein, Bayern, Barca, Real, die Schwarz-Gelben sind da sicher auf dem gleichen Niveau. Ja? Sind wir auch. Klar, Dortmund, natürlich seid ihr das. Hör auf, mich hier zu verarschen, du bist doch nur neidisch. Wir, neidisch, auf den Süle. Ja, klar. Ist doch so. Ihr verliert euren besten Verteidiger. Ach, Quatsch. Der konnte sich bei uns doch eh nie durchsetzen. Was für nicht durchsetzen? Junge, das ist der Verteidiger mit den meisten Spielminuten bei euch diese Saison. Na und? So gut ist der gar nicht. Da sagt die Statistik aber etwas anderes. Klappe jetzt, Dortmund. Natürlich ist es kacke für uns. Jetzt wisst ihr mal, wie es sich anfühlt, einen Spieler ablösefrei zu verlieren. Und wir greifen nächste Saison voll an, Dortmund. Aber hallo, mein Lieber. Jawohl, das ist die richtige Einstellung, Dortmund. Voller Angriff. Auf Platz 2, du Loser. Ja, ja, Bayern. Werden wir schon sehen. Was meint ihr? Habe ich euch überrascht und war der BVB die richtige Entscheidung? Boah, jetzt haben wir es ja schon März, Digga. Und? Naja, wir haben noch immer keinen Trainer entlassen. Ja, gut gemacht, Schalke. Ich glaube, du verstehst nicht ganz. Oh doch, Schalke, ich verstehe. Dimi, kommst du mal bitte? Ja, Schalke, genau ein Jahr Trainer auf Schalke. Wahnsinn, oder? Ein Jahr schon? Ja, lecco mio. Ja, Mann, cool, oder? Gut, dann fällt mir das, was ich jetzt sagen werde, wenigstens etwas leichter. Was sagen? Naja, du bist entlassen. Was? Aber... Na hör mal, ein Jahr Trainer auf Schalke, damit gehörst du zu den Allerbesten. Gut, dann
Tschüss. Tschüss. Meine Güte, Schalke. Neues Jahr, aber immer noch der alte Mist. Tja, was soll ich sagen? Schalke und Chaos, das gehört einfach zusammen. Liebe Herr Tana, wir haben einen neuen Trainer. Na endlich. Schlimmer als Korkut geht ja gar nicht. Felix Magath wird übernehmen. Was? Felix Magath. Ein Bundesliga-Urgestein. Sekunde, ja? Okay. Medizinbälle, frische Medizinbälle. Digga, was machst du da? Na, Medizinbälle verkaufen. Damit werde ich jetzt reich. Ach was, das ist doch nur ein Gerücht. Der Magath macht sowas nicht mehr. Oh, schöne Medizinbälle haben Sie da, junger Mann. Oh, oh. Qualität kommt von Quellen. Ich nehme sie alle. Na bitte, es läuft doch wieder unter Xavi. Ja, weil er viel Geld ausgeben durfte. Bitte? Ich sag ja nur, 55 Millionen Euro im Winter für Torres. Ja, das war auch bitter nötig. Ah, verstehe. Dafür war Geld also da. Aber für Messi nicht. Nee, leider. Da hätten 55 Millionen niemals ausgereicht. Aha, na gut. Boah, Ronald, was ist denn? Nix. Ich meine ja nur, mit dem Geld hätte ich das auch geschafft. Willst du darüber jetzt wirklich diskutieren? Nö, nicht nötig. Ich weiß ja, dass der Präsident mich einfach hasst. Was? Ja klar, das liegt doch auf der Hand. Sonst wäre ich ja wohl noch immer Trainer. Vielleicht lag's aber auch einfach, keine Ahnung, an deinen schlechten Leistungen. Ja klar, als ob. Ronald. Gut, okay, zum Teil vielleicht. Aber maximal zu 1 oder 2%. Ah ja, so so. Sehr realistische Einschätzung, Meister. Ihr werdet das noch bereuen. Das kannst du mir glauben. Mhm, cool. Hast du mal wieder Bock, ins Stadion zu kommen vielleicht? Nee, aktuell nicht. Ich bin ja scheinbar nicht erwünscht. Fein, wie auch immer. Gib einfach Bescheid, wenn du dich wieder beruhigt hast, ja?